Ja, hallo, mein Name ist Bondaro und da du gerade hier bist, könnten wir eigentlich auch gleich durchstarten. Herzlich willkommen. Auf geht's. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Post. Wir machen Fortfahren. Fortfahren. Ja, Prost habe ich gesagt und noch kein Schluck getrunken, aber jetzt. Kafka Schwarz. Ich hab die Tage im Fernsehen gehört, einem, der gesagt hat, damit der Erkältung vorbeugt, macht er Kaffee. Schwarzen Kaffee mit Zitrone. Schwarzen Kaffee mit Zitrone. Hast du schon mal getrunken? Ich nicht. Ich nicht. So, kannst ja mal in den Kommentar schreiben. So, da kommt der Bus. Wir steigen ein und auf geht's. So, ich habe dieses Spiel ungelogen genauso lange nicht gestartet, wie ich hier die Aufnahme gemacht habe. Ich war hier so beschäftigt. Ich muss jetzt erstmal schauen. Zwar müssen wir schauen, wie kann ich das jetzt sehen? Wie kann ich jetzt. Ah, hier. Kann man gar nicht sehen. Okay, ich dachte, ich könnte ja zeigen, aber das ist schrecklich schon so lange her, wie das letzte Video rauskam, dass ich das Spiel gestartet habe. Ich weiß jetzt gar nicht hier, was für ein Tag hier ist. Donnerstag. Die Busse, die fahren, hoffe ich mal. Ich muss mal schauen hier. Da fährt ein Bus. Aha, guck mal hier. Das ist 22 von 30. Nee, das ist. So, was haben wir hier vorgehabt? Ah ja, ich weiß es wieder. Wir wollten unbedingt die Trophäen haben für den Dienstplan. Besseres Essen. Nein, nein. Hier, 175 nur noch. Oder 20.000. Das ist neu, oder? Das ist neu. Also, wenn wir jetzt 20.000 stehen. Man zieht ja mir dann, wenn ich jetzt 175 kostet das, aber ich habe ja 39. Wenn ich jetzt zieht er mir das dann von dem Geld ab oder so, weißt du, was ich meine? 20 Trophäen, das wäre natürlich endgeil. Ach, guck mal hier, neue Busse, Lenkbus, okay. Nein, 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 wir müssen erstmal mit der Forschung vorankommen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, hier läuft jetzt alles nach Plan. Weil, habe ich noch etwas umgebaut das letzte Mal? Hier habe ich umgebaut, ne? Das ging ja alles gar nicht, verdammte Scheiße. Ja, warte mal eben. Tja, so kann es gehen, ne? Während der Aufnahme ein wichtiges Telefonat. So, aber das geht vor. Das geht vor. Da hilft alles nichts. So, meine Busse tuteln hier ein. Was ist jetzt hier passiert? Auf dein Wochenticket. Wir könnten jetzt dieses freischalten. Das müsste ich jetzt gleich echt mal ausprobieren. Weil mit dem Schichtplan erhoffe ich mir einfach, dass es besser läuft. Aber wir werden das so machen. Wir werden das bis zum Wochenende tätigen. So, jetzt werden wir mal schauen. Diese Busse hier müssen ja belegt werden. Ne? Das ist ja nun mal kein Weg dran vorbei. So, also, wir pflegen jetzt die Busse. Das heißt, erstmal machen wir. Mal gucken wir, welcher Bus es am nötigsten hat. Wir machen, alle haben es nötig. So, wir reinigen diesen Bus von innen. Wir reinigen diesen Bus von außen. Und wir. Habe ich nicht zwei Reinigungskräfte? Wir sehen es gleich. Von innen. Ja, natürlich. So, von außen. Den tanken wir. Und den waschen wir auch. So, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Einen Moment, so. Den reinigen wir jetzt von innen. Hat einen Platten bekommen. Das wäre nächste Schicht zu reparieren. Einen Moment, der A. Das ist derjenige. Ja, der hat einen Platten bekommen. Ja, sauber, ey. Wie soll man das denn? Ich wollte doch das Ding kaufen. Also das heißt, wir müssen mindestens die doppelte Summe am Geld haben, um überhaupt darüber nachzudenken. Oder mindestens noch 10.000 im Petto, darüber nachzudenken, wie wir das managen. Ich wurde mal gefragt, was soll das hier bedeuten, hier, dieses hier? Das ist der Deutschlandbus. Ja, wenn wir schon nicht die WM gucken und die nicht zur WM fahren, habe ich mir überlegt, da machst du wenigstens hier so einen Deutschlandbus. Das ist Kunst, meine Freunde. Ich bin digitaler Künstler und
Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich in, ja, ein bisschen stören. Hier oben habe ich ein bisschen zu viel rot gemacht. Ein bisschen zu viel. Also hier müsst ihr noch ein bisschen, hier müsst ihr noch so ein bisschen schwarz mit rein. Aber gut, das ist so Kleinigkeiten, ne? Das ist das erste Mal. Das ist ein normaler Bus in normaler Farbe, halt schwarz, ja. Das ist ein stinknormaler erster Bus, den ich gemacht habe, ja. Einfach mal zum Ausprobieren. So, und das ist das gleiche in grün. So, der ist der erste Bus, den ich kreativ gestaltet habe. Ja, ein Deutschlandbus. So sieht's aus. Zur WM. Und natürlich, aha, ich sehe es gerade genau, hier mit mein Logo. Dieses Logo habe ich selber gemalt. Das ist mein Eigentum. Und ja, das habe ich dann halt mit in den Spiel integriert. So sieht's aus. Wenn dir dieses Logo gefällt und du möchtest auch dieses Logo haben, ja, dann schreib mich an und für eine kleine, ja, mal für so einen Pfund Kaffee, ja, würde ich das an einen anderen City Manager gerne weitergeben oder auch ein, hier, wie heißt das, ein Wunschlogo. Es kommt auch an, was du haben willst, ja, also, aber kannst mich gerne mal schreiben. So, was wollen wir jetzt machen? Wir müssen diesen Bus hier reparieren. Erstmal müssen wir diesen Bus. Ja, dieser Bus, ne? Oh, da ist der im Arsch hier. Guck dir das an, ey. Reparieren. Plattenplatten. Ja. Dann machen wir mal das hier. Keilriemen tauschen wir auch mal aus. Und Motoröl kommen. Dann kriegst du eine komplette. Wo das eigentlich. So machen wir das. So. Der hier. Sollte jetzt mal tanken. Dieser. Oh, der muss auch repariert werden. Was hat der denn hier für ein Problem? Der kriegt einmal eine rundum. Reifen nicht. Ne? Teilriemen auf jeden Fall. Achso, können wir gar nicht. Okay. Dann machen wir das so: Schicht zuweisen. Ist der hier schon mal fertig? So, und hier machen wir tanken. Ach, guck mal hier. Da. Da haben wir auch noch den Bus. Ja, und die, oder ich weiß das gar nicht, oder meint er, die sind hier, das sollte eigentlich der erste Deutschlandbus werden. Ja, den habe ich dann einfach schwarz-rot gemacht. Also einfach ohne irgendwelchen Hintergedanken, was das jetzt sein sollte oder werden sollte. Da habe ich einfach so ein bisschen rumgespielt, rumexperimentiert. Und wie du sehen kannst, ist diese Farbe ausgeworden. Ich finde, schwarz-rot sieht sowieso geil aus. Und oder schwarz-orange sieht auch richtig geil aus. Also, ja, wie gesagt, das ist so. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch tanken. Und wir müssen ihn sauber machen. Und wir müssen ihn waschen. Ist jetzt auf Toilette gegangen oder was? So. Tanken. Tanken, 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 tanken. So, warte mal, müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir den Überblick verloren hier. Muss jetzt noch ein Bus irgendwie hier raus? Nee, ne? Muss kein Bus mehr raus, oder? So, gut, dann tanken. Zack. Vollgetankt. Reparieren brauchen wir ihn nicht. Sauber machen brauchen wir auch nicht. Hier, was ist denn hier los? Reinigen. Zack, zack. Und von außen. Da würde ich mir wünschen, dass man hier so die Reihenfolge definieren könnte. Das wäre echt nice. So, das ist dann die Wäsche. Dass man jetzt draufklicken könnte und dann sagen würde, tanken. So, jetzt tanken. Der ist jetzt ready. Der ist ready. Der ist ready. So, dann haben wir jetzt alles, ne? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Dann wird der Tag jetzt langsam zu Ende gehen. Spiel wurde automatisch gespeichert. Es ist ein geniales Spiel, ohne Scheiß. Ja. Wenn das noch nicht kennen sollte, City Bus Manager macht schon richtig Bock. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Ist ja, ja, du kannst eine Karte nehmen nach deinem Geschmack hier, also deine Gegend. Ja. Ich wohne in Dortmund und hier habe ich einfach eine Gegend rausgesucht aus Dortmund. Und wo ich mich so ein bisschen auskenne. Und da fahre ich jetzt mit meinem kleinen Busunternehmen erstmal an. Erstmal nur ganz klein. Ich fange jetzt erstmal ganz klein an, ein bisschen Geld scheffeln, ein bisschen schauen, wie das funktioniert. Und ja, so läuft das ganze Ding. Guck ich gerade mal im Bus los. Ah. 1, 2, 3. Ah, da kommt er wieder rein. So, dann machen wir den mal tanken. Tanken machen wir eigentlich mal zum Schluss, ne?
So, hier machen wir. Was hat die denn für eine Reparatur nötig? Motoröl, na komm. Und Bremsen, das ist natürlich auch wichtig alles. Das ist alles wichtig, ist ja nicht unwichtig, ne? So, dann kriegt er eine Reinigung von innen. Ja, hier. Und eine Wäsche von außen. So, dann sind die Busse für morgen ready. So, jetzt gucken wir mal sicherheitshalber durch. Der ist ready. Moment. Das ist der D. Der D ist ready. Der B ist... Hey, was ist denn hier? Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Oh, der hier noch einen Platten geht. Komm, mach eine komplette Reparatur. Komm. Ist egal. Muss sein. Ist wichtig. Den Fahrgäste und wenn die Reifen dann mal platt sind, dann haben wir ein Problem. Was ist hier das Problem? Bremsbeläge. Oh. Es gibt keine freien Hebebühne. Ja, aber ich kann nicht noch zwei Hebebühnen hier machen. Geht ja auch nicht. So, warten wir, bis er fertig ist. Mechaniker. Wir sollten, wenn wir zwei Mechaniker haben, vielleicht auch mal einen zum Lehrgang schicken. Ich gucke jetzt gleich mal. Aber jetzt mache ich erstmal das hier, bevor ich das vergesse. Und reparieren. Was war das hier? Bremsbeläge und... Wir machen erstmal nur die Bremsbeläge. Komm. So. In der Zeit können wir dann schauen. So. Wie weit wir hier... Jetzt nochmal sicherheitshalber. Checking. Check. 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 Das ist der Bus D. Das ist der Bus. Wenn du eine Frage hast, so einen Bus finden, Lackierung etc. Sag am besten hier, dass das Autokennzeichen, das erklärt mir, welchen Bus du meinst. DOD. Das ist der DOD. Ja, das ist der B, siehst du. Das ist der A, DOA. Ja, und das, dahinter steht die Linie C. Das ist der. Genau. Das ist eigentlich auch. Fand ich ganz, ganz easy. So. Wir werden jetzt die Zeit nicht überspringen, weil wir werden jetzt erstmal schauen, was das hier alles blinkt. Was ist denn hier los, verdammt? Hey Chef, mir ist aufgefallen, dass mein aktuelles Gehalt nicht mehr zu meinen Fähigkeiten passt. Vielleicht könnten wir ja mal über eine Gehaltserhöhung. Ja, und ich habe schon mal gesagt, wenn du Bock hast, hier bei mir zu fahren, mit mir zu arbeiten, sag mir deinen Wunschberuf, Mechaniker, Reinigungskraft oder Busfahrer. Ja, dann sag es mir und ich trage einen Namen ein. Es geht. Es funktioniert. So. Das ist jetzt zum Beispiel der Busfahrer, läuft herum. Ist der Kohl. Er hat aktuell Stundenlohn von 15 Euro. Er ist aber super qualifiziert, ne? Er ist super qualifiziert. Ja, komm, du kriegst 20 Cent mehr. Ja. 20 Cent mehr? Bist du einverstanden? Wie? Ja, was kannst du denn? Sag mal, was du kannst und dann können wir darüber reden, ne? Ob du mehr verdient hast. Du kannst die Strecke auswendig fahren. Ja, das setze ich voraus, ja. Ich habe ja... Soll ich mit einem Busfahrer, der super qualifiziert ist und der immer noch auf der Karte guckt, wo er langfahren muss? Hallo, bitte? Also 20 Cent, mehr gibt's nicht. So, tschüss. So, hat er. Wir schauen mal in die Reinigungskraft. Die ist auch super, oder er ist auch super. Busfahrer, der ist. Busfahrer möchte ich schon. So verdient der hier 13 Euro die Stunde. Als Anfänger. Er ist unzufrieden. Ja, Junge, was ist mit dir los? Wo bist du denn falsch abgebogen? So, der 13. Super freundlich ist, oder was? Eine Fortbildung dauert, glaube ich, 24 Stunden oder 12 Stunden, was das da waren. Und kostet wie 2000. Das kann ich mir nicht erlauben. Müssen wir schon ein bisschen gut managen hier. Ich will diesen Schichtplan haben. Ich will wissen, was mit diesem Schichtplan, ob das besser geht. So, das haben wir erledigt. Was ist hier? Hier gibt es etwas Neues hier. Ne? Detail zu Unternehmensbewertung. Ja, das interessiert mich jetzt herzlich wenig. So, wir könnten uns das jetzt leisten. Kostet 175. So. Wir haben 21.892.
Da bleibt nicht viel über, ne? Da bleibt nicht viel über. Und 39 Trophäen. 39. Zieht er jetzt hiervon, also zieht er jetzt meine Trophäen von denen ab und nimmt die Differenz an der Kohle? Oder wie läuft das hier? Das mal wüsste. Ich das irgendwo ausprobieren? Hier könnte ich das ausprobieren. Das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich nicht. Nein. Nein, nein, nein. Und hier im Gelände bauen wir auch erstmal nichts um. Das kostet alles Kohle. Das lassen wir mal sein. Wieso gehen die da hin auf Toilette? Was läuft denn mit euch falsch? Ja, die essen und schlafen hier, ne? Das ist denn ihr Gemeinschaftsbüro. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, hier habe ich das Büro. Hier ist die Empfangs-, also dieser Servicebereich. Die gehen natürlich alle durch den Servicebereich. Das gefällt mir aber auch nicht. Nee, warte mal. Das müssen wir umbauen. Das müssen wir umbauen. Das müssen wir umbauen. Das geht, glaube ich, so. Schild hier. Das Gemälde. Gemälde. Werden wir jetzt einfach mal. Und das hier so hin für hinhängen. Ah, hier. Machen wir mal hier hin. So, dann machen wir hier mal eine Tür rein. Büro. Und zwar machen wir hier getönte Tür. Ja. So, damit die nicht immer da durchlatschen. Will das nicht. Die soll hier durchgehen. Aha, das geht schon mal. Aber es muss ja auch sein für die Servicekräfte, ne? Das ist natürlich. Jetzt haben sie zwei Türen hier. Naja, gut, okay. Ist natürlich auch kürz. Ach, guck mal, ich habe da schon eine Tür. Hier. Okay. Naja, gut, kann nie genug Türen haben, ne? Wo ist denn eigentlich der Sammelpunkt, wenn es mal brennt? Hört mir gerade auf. Wo ist denn hier der Sammelpunkt? Ha? Hier gibt es gar keinen Sammelpunkt, verdammte Scheiße. Man muss doch einen Sammelpunkt haben. Das müsste dann eigentlich hier sein. Ha? Wieso gibt es das hier nicht? Naja, gut, okay. Egal. Der Bus ist jetzt fertig. Alle fertig, ne? Wir können quasi. Lass ihn nochmal sauber machen hier. Dafür kriegen die Kohle. So. Hier ist gut, 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 gut. Ja, ich möchte nicht Gemecker haben hier. So, wir überspringen die Zeit. So. 5.30 Uhr bis 16 Uhr. 15.403. Das war, glaube ich, die Hauptstoßzeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einen Moment mal. Ja, müssen wir eben. Ich höre ja gerade die Mucke. Wir machen die mal ein bisschen leiser. Nicht, dass ich hier. Und diesen. Ist der YouTube wieder Theater kriege hier? Die meckern nämlich immer. So. Versteht zwar nicht warum. Naja, gut, ich weiß schon warum, ne? Aber. Gehen die da immer noch so durch? Sind die doof oder was? Voll der Scheiß. Wir müssen umbauen. Wir machen hier noch eine Tür rein. Damit der Weg kürzer ist. Genau, so machen wir das. So. Machen da genau eine Tür hin. Das ist die Küche. Küche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kohle kostet. Die Küche, getönte Tür. Naja, das wäre schlecht. Zack. So, Freunde. Noch kürzer geht der. Das ist sowohl perfekt, oder? Hä? Kurze Wege. Spart Zeit und Geld. So ist es richtig. Dann entlasten wir das ja auch hier ein bisschen. Ja, genau. Da ist der Pott. Da ist der Pott, wo man das gerade einfüllt. Der Pott, eigentlich würde es Sinn machen. Die sind ja schon verdammt viel auf Toilette, ne? Fällt mir gerade auf. Wir bauen mal eben. Nee, halt, stopp. Wir bauen gar nicht. Wir weisen es erstmal. Und zwar muss ich jetzt erstmal schauen, die Linie. 5.30 Uhr. 5.30 Uhr ist. 5.30 Uhr. Erste Fahrt, letzte Fahrt. Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 und um 16 und 19 Uhr. 6 Uhr bis 9 Uhr.
machen wir. Den hier. Und den da. Da. Den da. Ja. Ja. So. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist schon mal erledigt. Jetzt überlege ich, ob ich nicht noch hier noch so ein Pott hinbaue. Weil die laufen mir echt zu viel zur Toilette hier. Das ist hier. Die gehen hier auf Toilette und manche laufen sogar hier hinten hin. Warum auch immer. Ja, das ist jetzt ein schöner kurzer Weg. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Dann machen wir mal hier so einen Flur hin. Im Flur. Jetzt baue ich bestimmt wieder Scheiße. Ach, Mann, ich muss das erstmal. Kann man das speichern hier? Ach, guck mal hier. Hier steht das doch. Letztes Mal gespielt. Dann habe ich das letzte Mal. Was haben wir heute für ein Datum? Weiß gar nicht. Er ist heute, glaube ich, ne? Den ist jetzt gerade nicht. Ich hatte eine Uhr auf. Ja, genau, der ist das heute. So, hier, letztes Mal gespielt am 12. Da, da. So, wir speichern mal unter diesem Namen einfach ab. So, jetzt machen wir mal Pause, damit er nichts anbringen kann. Weißt du, was ich meine? Verstehst du? So, jetzt bauen wir mal hier noch einen Flur hin. Ein Flur. Und zwar machen wir das einfach mal so. Dann eine getönte Tür. Wo habe ich die jetzt hingebaut? Dann können wir sie eigentlich auch hier hinbauen. So. Ist doch besser, ne? So ist es auf jeden Fall besser. Ja, so gefällt mir das auch besser. So, dann müssen wir aber... Die gehen da raus, ne? Ja, die gehen da raus. Alles klar. Dann müssen wir aber trotzdem noch hier eine Tür hinbauen. Und zwar, der Flur macht nur Sinn, wenn wir eine Tür machen. So. Wie das alles schneller geht. Zeit ist Geld. Und Geld haben wir nicht. Wir brauchen viel. Guck mal hier. Wieso habe ich denn wieder so wenig Geld? Klingt auch hier wegen den Tanken und alles, ne? Gut, dass wir das auch nicht gekauft haben. Da wären wir schon wieder pleite. So. Schau mal eben, wie sich das hier verhält. 6 Uhr, 5:35 Uhr. Sieht alles noch ganz normal aus. Alles gut. Ich wollte auch noch so eine kleine andere Strecke machen. Oder generell eine andere Strecke. Das hier ist erstmal eine. Ja. Das ist die erste, die ich überhaupt gemacht habe. Ja, hier ist mein Depot. Hier. Ich weiß gar nicht genau, wo in Dortmund das richtige Depot ist. Auf jeden Fall nicht hier, das weiß ich. Das muss wohl irgendwo... Wo ist denn hier der Bahnhof? Hier ist der Bahnhof. Keine Ahnung, ich glaube. Nein, nicht. Aber da ist der Bahnhof. Lass mal denken. Doch hier so, ne? Hier so. Die müsste der sein, der wirklich echte... Dortmunder... Marson. Wir kennen die wirklich nicht. Ja, aber irgendwo hier müsste das eigentlich, glaube ich, sein. So. Bus zuweisen. Gut. Beförderung von 2500 Gäste an einen Tag. 7500. Ja, bis jetzt habe ich das noch nicht einmal geschafft. 2500 Fahrgäste. Ja, dafür brauchten wir, glaube ich, größere Busse. Hier passen ja mal schlappe 30 rein. 2500 am Tag. Wir passen in den großen Bus. Irgendwo habe ich doch hier eine Plan-Dings. Hier. Hier passen... Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Ja, ich werde mir da mal Gedanken machen über noch einen Bus. Einen größeren, glaube ich, damit ich die Trophäe da bekomme.
müssen wir, glaube ich, doch erst noch einen Bus holen, um dann ja, Gummi zu geben, ne? Die Verspätungen hier oder was? Von 30. Ist eigentlich nie ausgelastet oder was? Jetzt ist er ausgelastet. Rot ist ausgelastet, okay. Hier, 73 Leute. Ist ja nicht viel. 73, okay. Sind das immer 30? 3, 12. Okay. Nicht, wie soll ich das jetzt schaffen? 2500. Muss mich verscheißern, ja oder was? Verdammt. Wir werden noch eine kleine Linie bauen, einfach so eine Spaßlinie. Um, ja, nicht Spaß, aber damit ich so ein bisschen auch mal rumexperimentieren kann mit noch einer Linie. Und zwar werden wir die hier. Das hier ist der Flughafen, ne? Nee, das ist nicht so schau. Da ist der Flughafen. Hier ist der Flughafen, entwickelt, ne? So. Das ist schon quasi Holzwickete. Wir werden das mal so machen, dass wir eine eigene Linie machen von. Aber hier ist ja nichts, ne? Ist ja auch Quatsch. Mal, irgendwo gibt es doch hier was, wo wir was kriegen. Warte mal, sind wir denn hier? Plattbeck rüber nach Hörde. Das hier müsste Hörde sein. Meine Straße. Glaub ja. Meine Straße. Ja, guck mal hier. Hier ist ein Ballungsgebiet, ja. Wir sollten mal wenigstens einen Bus hier lang tuckern lassen, damit wir Kohle reinkriegen. Lassen wir einfach mal. Linie werde ich aber nachher wieder, oder? Ich weiß es nicht. Und was muss ich machen? Irgendwas muss ich machen. Och, mehr Kohle. Aber wo baue ich denn jetzt die Buslinie? Warte mal. Hier ist viel los, ne? Wo ist das denn jetzt nochmal? Hier, ne? Hier. Hier ist viel los, ne? Gibt es viel zu sehen. Jetzt einkaufen und, ne? Hier, U-Bahn-Station. Da S-Bahn. Ah, hier sind Restaurants. Uber zum Eis essen. Ja. So, hier, das wird sich, glaube ich, schon richtig lohnen. Das sollte machbar sein. Machen wir heute mal. Machen wir mal Pause. So, jetzt pass auf. Jetzt baue ich was, wo ich kein. Was ist denn hier? Was ist denn für eine Gegend hier? Berghofen, zum Berghofer bei Steffen. Den gibt es leider nicht mehr. Der ist leider weg. Das ist ein, das war so ein, na, wie heißt das hier? Ein griechisches Restaurant. Den gibt es leider nicht mehr. Den gibt es leider nicht mehr. Aber da war es echt lecker. Der war richtig, richtig freundlich, der, muss man sagen. Wirklich. Ohne Scheiß. Er hat mit seinem Junge, glaube ich, zusammen gemacht. Richtig, richtig schön. So, dann fahren wir mal nach Berghofen. So machen wir das jetzt, pass auf, jetzt machen wir hier, jetzt bauen wir hier ein, jetzt geht's ab hier. Jetzt ab für den Bock. Wieso, wie habe ich das denn gemacht letztes Mal? Neue Linie, so. Klinik. Bediene 50, wieder ein Auftrag. Das ist die Klinik. Und lass mal die Maus da drauf. Ey, da kriegen wir hin. Das ist gar nicht weit. Das kriegen wir hin. Warte. Das kriegen wir hin. Das, ah, pass auf. Jetzt bauen wir ein hier. Das gibt die in der Woche 7000. Das ist ja nicht viel, aber der Kleinvieh macht ja auch Mist. Ne? Aber es gibt eine Trophäe. Verdiene 50 Trophäen. Um diesen Auftrag. Achso. Verdiene 50 Trophäen. Auftrag. Hört sich schon. Diener 50 Trophäen, um diesen Auftrag freizuschalten. Muss ich jetzt 50 Trophäen dafür opfern, oder was? Natürlich nicht. Was ist das denn hier?
Stuckumer Heide war, glaube ich, ja, Dortmund. Ja, genau. Am Arsch der Welt, da komme ich ja gar nicht hin. Ja. Aber wieso springt der denn nicht dahin, wo ich da, wenn ich da draufklicke? Das ist doch. Was ist das hier? Verbund Dortmund. 3683 Häuser an die Linie angebunden. 15 Haltestellen. Ich glaube, das kostet alles Dings hier. Stöcke. Das kann ich mir doch nicht glauben. Das ist doch vor allen Dingen ganz schön weit weg. Das ist ja am Ende der Stadt. Hä? Wie soll ich denn da so schnell hinkommen? Da muss er ja schon morgens um keine Ahnung wann losfahren. Das kann ich nie bringen. Das... Ne. Wir können aber mal anderweitig gucken. Warte mal. Und zwar. Was ist der Sommer? Da bin ich. Ja. Ja, und. Ah, ja. Das ist einfach mal ein Bus. Hier mal so lang fahren. Pendelbus quasi. Tja, ist die Frage. Ich bin immer so schlecht in Entscheidungen treffen hier, verdammt. Was ist denn hier? Da bin ich. Ich vergesse, wo ich bin. So, hier gibt's ja schon. Ich jetzt einfach sage. Genau, einen Booster einsetzen. Wie soll ich das denn machen? So. Ne, pass auf, komm, scheiß es drauf. So, wir machen das hier. 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 So, und dann fährt der. Hier, ohne groß nachzudenken. Hier, hier. Da würde ich eigentlich gerne, dass der erstmal. Da soll er nicht lang. Eigentlich ist das auch schon zu weit. Er soll die Leute einfach hier zum Einkaufsdings schicken, ne? Wie Berghofen. Kann ich das löschen? Wie lösche ich das? Ah, so, okay. So, dann fährt der hier. Ah, ja, okay. Löschen. Da ist eine Bushaltestelle. Dann machen wir hier noch eine hin. Und die nächste machen wir hier hin. Dann fährt der nach hier, da runter. Das ist so ein kleiner Citybus, weißt du, was ich meine? Fährt der hier? Ich wollte doch dahin fahren. Ja, man kann nicht überall sein. So, und dann fahren wir nach hier. Dann, da muss ich wieder hin. Fahren wir nach. Guck mal, hier in der Kirche, da muss man auf jeden Fall hin. Ja, kaufen. Machen wir noch eine hin. So. Zack. Er fährt hier alle 30 Minuten. Ja, wie mein Bus nicht auskommt, ne? Das wird so sein, ne? Wird nicht funktionieren. So, erste Fahrt um
Verkehrszeit zwischen 6 und 9. Der fährt auch nur bis sowieso so. Linienwechsel innerhalb einer Schicht erlauben. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Abhören anschauen. So, 7.01 Uhr. Von 7 Uhr fährt er los. So. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ob das gut geht. Tätigen. So. Linie 2 ist es. Jetzt brauche ich einen Bus. Brauchen wir einen Bus? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich nie weiß, ist der hier, wann fährt er das nächste Mal wieder hier? Also, weißt du, was ich meine? Ja, warte mal. Lass uns den erstmal reinigen. Und dann schicken wir ihn einfach mal auf die Linie 2. Einfach ausprobieren. Vielleicht komme ich ja so den Bussen aus. Kann ja immer wieder Pause machen. Und wenn nicht, muss ich halt noch einen Bus kaufen. Wer hat denn jetzt wieder was zu meckern hier? Guten Morgen. Mir ist aufgefallen, dass meine Stunde nicht mehr angemessen ist. Ich würde... Da hast du recht. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe jetzt recht drauf geachtet. Du kriegst auf jeden Fall mehr. 12 Euro. Bitteschön. Immer so guten Job. So. Zuweisen. Auf geht's. 21.000. Wer schon haben? Guck mal. Kann ich gar nicht. Oder kostet das plus? 20.000 plus das jetzt hier oder was? Was soll mir das hier bringen? Preise für Ersatzteile. Junge, Junge, Junge. Da ist ein Bus. Hier so ein Gelenkbus. 10.000. Muss ich mir noch überlegen. So, jetzt fährt der hier los auf diese kleine Linie 2. Da ist er, Linie 2. Die lassen wir mal so. In der Hoffnung, dass ich mehr Kohle verdiene. Informiert sich. Hoffentlich hat er so ein Kärtchen gekauft. So, was haben wir hier? Achso, schon wieder hier. Gut. Weiter geht's. Da kommt der nächste Bus. Kuss. Und der nächste Bus, Kuss. Und reinigen. Dafür. So. Der geht jetzt ja mal um Port. Sollen wir wetten? Hier, das ist der Busfahrer. Ja. Naja, gut, okay. Ganzen Tag Bus gefahren. Naja, ganzen Tag ist gut. 10 Uhr, was ist los mit ihm? So, reinigen haben wir angeklickt. So, dann machen wir den von außen sauber. Betanken wir ihn. Mal ein bisschen schneller machen. Wollte gerade sagen, wann fährt der los hier? Er hat ihn jetzt gereinigt, welcher? Busfahrer? Die haben wir drauf warten, warte mal. Zack. Busfahrer. Der Busfahrer muss den hier in der Waschstraße fahren. Vertanken. Dann war also an den Bus so. Zuweisen. Zack.
Das ist die. Das habe ich nicht auch geachtet. So. Schwierig. Jetzt gucken wir auf das Kärtchen hier. Steht hier immer noch. Wieso steht der hier? Ah, jetzt hört er. Einmal im Auge behalten. Sieht ja nicht wirklich was, oder? Sieht ja nicht wirklich was. Bist du sicher, dass ihr noch verwerfen möchtest? Warte mal, ja, will ich. Warte mal. Sieht ja nicht wirklich was, oder? Ich würde gerne die. Was ist jetzt nochmal? Dum. So klicke ich hier immer hin. Das Spiel will unbedingt, dass ich hier so einen Bus kaufe. Sollen wir wetten? So, einmal tanken. Dann machen wir ihn sauber. Oh, bis jetzt geht's, ne? Machen wir ihn sauber von innen. Das macht die Reinigungskraft. Machen wir ihn sauber von außen. Und jetzt kommt wieder der Busfahrer, oder was? Warte, ich guck mal. Ja, der Busfahrer muss das machen. Okay. Den wollten Arsch abgefahren, hast du gesehen? Wieso gehen die von hier hinten hier auf Toilette? Was ist das für eine Logik? Hier ist doch auch eine. So, waschen. Ah, muss sauber sein. Muss sauber sein. Dann wird er zugewiesen. 16 Uhr. Ach, das schaffen wir. 16 Uhr bis 23 Uhr, 16 Uhr 20. Zuweisen. Yippie, hey. So, ist aber auch erledigt. Gehen von da hinten bis hier auf Toilette. War blöd, oder? Das ist aber blöd. Das finde ich blöd. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Wir machen hier eine Toilette hin. Hier ist das Büro. Hier ist die Küche. Und da ist ein Klo. Das ist total unlogisch, ja? Wir sollten mal unser. Was geht denn hier? Ah, der. Das ist ja aber was. Warum soll ich immer hier hin? In dem Mist hier, ne? Detail zur Übernahme, Verbesserung. Das kostet 25, nämlich so gut wie pleite wieder. Na komm. Egal, wir machen das jetzt. Hilft ja alles nichts. So, Busfahrer. Hallo, ich wollte mal sagen, dass ich. So, ich habe immer das alte gelesen, die Vollpfosten. Hier unten steht das neue. Nein. Heute. Ah, ich würde wahrscheinlich schon bemerkt haben, es ist aktuell sehr stressig. Ich hoffe, die Überstunden werden jenen. Ja, mein Freund, ich weiß. Freunde, schau mal. Muss ich noch einen Busfahrer einstellen? Ein Busfahrer einstellen. Das ist mir zu teuer. Ich auch, guck mal hier. Busfahrer. 12:40. Und den noch drücken? Auf 12. Jo. Dann haben wir einen Busfahrer so quasi in Reserve. Mal gut. Wir haben einen Forscher, der forscht jetzt gerade. Wir haben zwei Mechaniker. Das ist nicht verkehrt. Das ist nie verkehrt. Dann werden wir einen davon jetzt mal zum Bildung schicken. Bei Bildung geht die Bildung. Ja.
Dann können wir. Wer war denn das gerade nochmal? Wer hat denn hier gemeint, er wäre überfordert? Ja? Merkt er? Friedenheit. Fortgeschritten. Weißt du was, mein Freund? So. Okay. Wollt ihr auch zur Ausbildung, zum Lehrgang schicken? Ja. Forschung abgeschlossen, Details übernommen. So, wir haben eine Forschung abgeschlossen. Jetzt habe ich irgendwas abgeschlossen, wo ich nicht weiß, wie das ist. Na komm, hier kriegst du noch besseres Essen. Meine Herren. Sind ein bisschen zufrieden. Geht das gar nicht. Wieso? Zieht der das nicht ab? Oh, guck mal, der Rubel rollt. Kommt Bus. So. Oh. Haben wir ein Problem hier. Schau mal. 16.20 Uhr. Ja, das habe ich gepennt. Die sagen wir ab. 16.40 Uhr. Gehen wir auch schon nicht mehr hin. Die sagen wir auch ab. Es hilft nichts. 17 Uhr. Dann tanken wir jetzt erstmal. Einige mehr. So, und dann. Den hier. Der wird getankt. 17 Uhr, Linie 431. Der kriegt dann der Boss. Reinigen. Und go. Oh, schon abgeschlossen, ja. Ist falsch verstanden, immer. Warte mal. Da steht doch 25. Ich dachte, das kostet dann 25. Der kostet 10.000. Muss ich den lackieren? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich gleich. Ich werde mir diesen Bus hier, wenn wir aufgehört haben, werde ich diesen Bus hier kaufen. Dann werde ich ihn umlackieren. Sehr wahrscheinlich in schwarz-rot, schwarz-orange. So. Waschen, genau. Dann müssen wir mal gucken, was jetzt diese Forschungsdinger da überhaupt gemacht haben. Ja, komm, weiter. Wir holen jetzt erstmal alle Fahrzeuge herein. Wie spät ist es? 18.53 Uhr. Reparieren? Was gibt es denn hier zu reparieren? Das Belege. So. Dann Sauberkeit von außen. Ist halt unlogisch, hier das tanken soll. Na, ist egal. Den schon mal tanken. Der ist fertig. Der ist auch fertig. Dann können wir den säubern. Von innen. Und mit den säubern von innen. Und den tanken. Wer muss den tanken fahren? Oh. Wer ist das? Mechaniker, okay. Von außen. Der ist fertig. Der ist fertig. Und der ist fertig. So, jetzt fehlt noch ein Bus. Immer die falsche Nachricht gelesen, ey. Oh Mann, ey. Ich habe immer gedacht, oben wäre die neueste und unten die älteste. Oh je, oh je, oh je. Ungefähr weniger Schichtausfälle, ja. Aber schon zwei haben wir gerade gemacht, ne? Nein. So, wo bleibt denn der andere Bus jetzt hier? Was macht denn der so lange? Wo ist denn der überhaupt?
Oder? Ja, Knalltüte. Tja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Hier. Hä? Bin ich jetzt blond? Hab ich jetzt gesagt, bin ich jetzt blond? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist ja noch hier draußen irgendwo, aber wo? Den nicht. Wieso sehe ich den Bus nicht? Aha, weil ich das aus hatte. So, wie lange fährt der Verhohlen hier noch? Ja, nicht gar nicht. Ach nee, das ist die erste Strecke. Okay, das ist die 431. Entschuldigung, haben die es gesagt. Okay. So, den holen wir noch rein. Und dann schauen wir mal ganz kurz drüber, was ist das hier? Hallo Chef. Durch Freunden ist mir aufgefallen, dass andere Busunternehmen deutlich besser bezahlen. Ich würde mir wünschen, dass die Gehälter an den üblichen Standard angepasst werden. Ja, das stimmt. Da bin ich ein bisschen... Bitteschön. So, da kommt er. Da kommt der Bus. Dann machen wir jetzt erst einmal sauber von außen. Das übernimmt der Busfahrer. Ist das denn wirklich heute auch so? Dann machen wir von innen. So. Tanken wir ihn. So. Super. Und jetzt gucken wir mal nach, was diese Forschung, ich sehe, was diese... So, hier mein Inventar, genau. Da sollten wir auch mal einkaufen. Da habe ich noch 9, 9, 7, 5, 3, 3, 5, 3, 2. Klimaanlage. Zum Glück noch nicht ausgefallen, glaube ich. Scheibenwischer, Öl, haben wir noch 9. Da kaufen wir mal 3 nach. Reifen, 7 haben wir, da kaufen wir auch 3 nach. Da kommen 4. Kostet nochmal 1000. Bremsbeläge. Da habe ich noch 3, brauche ich nicht. Motor, Licht. Blinker. Scheibenwischer. Teilriemen. Haufen. So, das war nicht das, was ich sehen wollte. Ich wollte sehen, was ich sehe. Und zwar wollten wir Forschung. So. Essen. Teil zur Übernahme. Unternehmensbewertung. Wo sehe ich das jetzt? Wo kann man das sehen? Hier. Hier kann man das sehen. Cool. So, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Ach komm, das ist natürlich, das freut mich. Kleine, okay. Servicefreundlichkeit.
Super, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ticketpreise. Ja, die lassen wohl zu wünschen übrig. Aber das hilft jetzt alles nichts. Da müsst ihr durch. Das geht nicht anders. Genug freien Platz, ja. Das liegt daran, weil ich nicht noch einen Bus habe, ne? Jetzt sollte ich doch noch einen Bus holen. Ja, ich mach das auch gleich. Ich hole gleich noch einen Bus. Das machen wir noch einen zusammen. Wir werden jetzt mal einfach. Ja, wir machen das anders. Wer hat schon wieder an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette und auch kein letztes Glas im Stehen, denn ich werde nun gehen. Aber heute sind ja alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, und tun nichts, was ich nie auch tun würde. In diesem Sinne, hallo, tschüss.